Ja, Gethan Haas mit 4:3 gewinnt er zurückgespielt gegen die Växjö Lakers heute in der Postfinanz Arena. Und wie war es vor den eigenen Fans zu spielen heute? Ja, schön zurückkommen und einmal wieder daheim spielen. Und ich glaube, ja, gut gespielt gemacht. Heute haben wir 60 Minuten müssen kämpfen und am Schluss haben wir die 3 Punkte. Also ist sehr positiv. Schauen wir auf die Partie. Eine Partie, die prägt ist, lange Zeit von vielen Strafen. Wie ist man da damit umgegangen? Oder was war die Schwierigkeit bei so vielen Strafen für euch jetzt im Team? Ja, also klar, es gibt ein paar Spieler, die Powerplay, Boxplay spielen und ein paar, die gar keine Powerplay, Boxplay spielen. Und das ist sehr schwierig für sie, weil sie ein Shift jeden, weiß nicht, 7 Minuten und dann musst du einfach drin bleiben und klar, für sie ist es sehr, sehr schwierig, für die, die viel spielen, es ist hart, aber eben, am Schluss haben wir den Weg gefunden, dass alle drin bleiben und ich glaube, ja, gute Leistung gebracht. Der Treffer am Schluss, Moser in Kombination mit Murschak, wie hast du erlebt? Das ist ein Traumgoal, oder? Ja, ist super. Ja, es war schwierig im dritten Drittel. Wir haben ja, ein bisschen zu wenig wollen. Wir haben einfach viel zu passiv gespielt am Anfang. Und ja, dann ist der 3-3 gekommen und wir haben gesehen, dort haben wir reagiert und wieder angefangen zu arbeiten und führen zu spielen. Und, ja, das war ein super, super Goal, wirklich auf dem Rush. Also, ja, das kann ich mir nicht mehr sagen. Es ist einfach ein super Goal. Gibt es da noch einen Schulterklopf für die Garderobe? Ja, immer schon. Jetzt ist es ja schon der dritte Sieg in der laufenden Kampagne. Am Samstag kommen Cardiff Devils auf Bern. Wie schaust du auf diese Partie, auf das Rückspiel? Ja, es war sehr schwierig dort. Sie haben extrem gut Defense gespielt und Powerplay ist nicht schlecht bei Cardiff. Also, ja, wir wissen, es wird hart. Es ist gut, dass wir wissen. Und das heisst, wir werden bereit sein, um 6 Minuten zu kämpfen.